Der Favoritenschreck der Liga hatte den nächsten Favoriten zu Besuch. Oder anders gesagt, der SC Magdeburg empfing am 22. März den Tabellenführer aus Flensburg. Die Magdeburger haben ihre letzten 8 Gegner in der Liga geschlagen, darunter auch die Löwen und den THW Kiel. Ein deutliches Zeichen dafür sind die Bärte in den Gesichtern von Jakob Beierstedt und Robert Weber. Beide haben sich geschworen, erst nach der nächsten Niederlage zum Rasierer zu greifen. Das hat allerdings noch Zeit. Daher soll gegen Liga-Primus Flensburg das nächste gute Ergebnis eingefahren werden. Die Norddeutschen haben bis jetzt nur eine Niederlage gegen Kiel und ein Unentschieden in Melsungen in ihrer Minusbilanz zu stehen. Wie stark sie unterwegs sind, mussten im letzten Ligaspiel die Mindener erleben, die in der eigenen Halle mit 17:41 untergegangen waren. Nach Glückwünschen für die Geburtstagskinder Yves Grafenhorst und Michael Damgaard ging es los im Spitzenspiel und zwar schnell. Eben Michael Damgaard eröffnete die Partie, nutzte nach knapp 30 Sekunden eine Lücke in der Flensburger Defensive und stellte auf 1:0. Im Gegenzug zeigte Yannick Green wieder seine Qualitäten und blockte den Wurf von Holger Glandorf und dann ging es schnell. Kontergegenstoß, Christian O'Sullivan zu Matze Musche, 2:0. Und Tor Nummer 2 für den SC. Flensburg brauchte einen Moment, um richtig ins Spiel zu finden, scheiterte dann aber oft an Yannick Green. Dann machte der SCM das Spiel schnell und konterte. Robert Weber mit dem ersten seiner 7 Tore an diesem Abend. Flensburg fing sich schnell wieder und hielt dagegen. Nach 6 Minuten schafften sie den Ausgleich durch Rasmus Lauge. Spätestens ab jetzt war es ein Kampfspiel, wie man es von 2 Spitzenmannschaften erwartet. Die Magdeburger suchten ihre Möglichkeiten am Kreis über Zielko Musa, 7:6. Und dieselbe Kombination. Nach einer Viertelstunde setzten sich die Magdeburger wieder leicht ab. Wiederum ist es Michael Damgaard, der in Minute 17 die erneute 3-Tore-Führung herstellt. Der SCM wurde jetzt dominanter und konnte den Vorsprung halten. Minute 24. Den Block von Finn Lemke hat Yannick Green sicher. Dann geht es über Christian O'Sullivan wieder auf Matze Musche, 13:10. Einer von insgesamt 5 erfolgreichen Tempogegenstößen. Nur 2 Minuten später sind die Flensburger aber wieder dran. Rasmus Lauge bringt den Ball auf Jakob Heinl und der gleicht aus, 13:13. Tor Flensburg durch Jakob Heinl. Der letzte Akzent in der ersten Hälfte gehört ebenfalls dem Tabellenführer. In Minute 30 ist es wieder Rasmus Lauge, der 14:14 stellt. Die Flensburger starten noch etwas besser in Hälfte 2. In Minute 35 nutzt Quentin Mahé eine Überzahlsituation und trifft zum 16:17, die erste Flensburger Führung der Partie. Die Norddeutschen nehmen den Schwung mit. Während das SCM-Spiel jetzt fehlerhafter wird, kontert die SG. Lasse Swan lässt Yannick Green beim 17:19 in Minute 39 keine Chance. Tor SG, Flensburg hat in Minute 40 läuft es dann besser für ihn. Den Wurf von Rasmus Lauge hält er und dann geht es schnell. Wieder ein langer O'Sullivan-Pass, der bei Robert Weber landet. Ausgleich 19:19. Die Partie bleibt komplett offen und umkämpft. Trotzdem gab es auch schöne Kombinationen zu sehen, wie diese Vorarbeit von Christian O'Sullivan auf Matze Musche, 22:22. Und wieder Ausgleich, die 46. Spielminute, Tor für den In Minute 48 kam Dario Quenstedt für Yannick Green ins SCM-Tor und bewies, wie wenig Anlaufzeit er im Spiel braucht. In seinen 17 Minuten auf der Platte wird er fast 55% der Bälle auf sein Tor abwehren, ein enorm wichtiger Faktor zum Ende der Partie. Der SCM führt jetzt wieder mit 2 Toren, dann tritt Robert Weber zum 7-Meter an. Kevin Möller bei seiner einzigen Aktion im Flensburger Tor chancenlos. Doch dass 3 Tore Vorsprung gegen Spitzenteams nicht viel bedeuten, weiß der SCM spätestens seit dem letzten Kielspiel und auch die SG aus Flensburg kommt sofort zurück. Quentin Mahé gleicht in Minute 54 aus, alles ist wieder offen. Im Gegenzug überwindet Robert Weber noch einmal Matthias Andersson, 26:25.
Auch der Flensburger Keeper macht ein herausragendes Spiel und brachte die Magdeburger mit einer Paradequote von 43% teilweise zum Verzweifeln. Premiere in Minute 55, die erste SCM-Auszeit der Partie. Allzu groß scheint der Nutzen nicht gewesen zu sein, den nächsten Angriff werfen die Magdeburger förmlich weg. Dafür kontert dann Flensburg, 26:26 durch Lasse Swan und 2 Minuten für Selko Musa. In diesen 2 Minuten gelang den Flensburgern aber auch kein Tor. Dario Quenstedt vernagelt sein Tor förmlich und krönte seine Leistung in Minute 59. Erst scheitert Rasmus Lauge, dann Anders Eggert. Im Tor Dario! Auch eine weitere SCM-Auszeit und ein finaler Freiwurf durch Michael Damgard bringen nichts mehr ein. Es bleibt beim durchaus gerechten 26:26. Beide Mannschaften hatten Chancen auf den Sieg, ließen diese aber oft genug selbst liegen oder scheiterten an den Torhütern, die dieses Spiel mit teils großartigen Leistungen dominierten. Die Flensburger müssen am Sonntag als nächstes im Champions League Achtelfinale ins weißrussische Brest. Der SCM empfängt in der EHF Cup Gruppenphase am Samstag schon die Handballer von KIF Kolding Kopenhagen. Und hier die Stimmen zum Spiel. Ja, also das war ein heißer Kampf, das war wahrscheinlich auch okay, mit einem Punkt, aber wir sind natürlich ein bisschen traurig. Das war ein wichtiger Punkt, was wir verloren haben. Das war auch ein wichtiger Punkt, was wir gekriegt haben. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass man nicht gewonnen hat. Dass wir jetzt hier einen Punkt mitgenommen haben oder dass der hier zu Hause geblieben ist, damit sind wir nicht zufrieden. Aber ich glaube, wir müssen auch gucken, wo wir herkommen. Wir haben heute gegen Flensburg gespielt und da muss man auch realistisch einschätzen können, ob das jetzt ein Punktverlust oder ein Punktgewinn ist. Also wir gucken natürlich nach oben. Wir gucken jetzt nicht in der Tabelle nach unten. Uns interessiert nicht, was hinter uns passiert, sondern wir gucken schon nach oben, wollen Berlin auf jeden Fall noch einholen. Und das nächste kommende Spiel gegen Kolding ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für uns. Ich fühle mich wie ein Punktverlust. Aber man muss auch realistisch sein. Wenn Dario zum Schluss vielleicht nicht hält, können wir das auch verlieren. Das sind immer so Pari-Pari-Sachen. Aber anfühlen tut sich jetzt gerade im Moment und ich glaube auch, wenn ich in die Gesichter, in die Kabine schaue, eher wie einen Punktverlust. Nein, der Gegner hat das gut gemacht. Also wir hatten ja die Auszeit gesetzt, haben dort schon gesagt, wir wollen im Angriff bleiben. Das war wichtig. Und zu sagen, wir wollen nicht nochmal in die Verteidigung, kein Risiko haben. Wir wollen aber noch einen ordentlichen Abschluss aufs Tor bekommen. Und hatten dann auch eine Auslöse, eine Kombination angesagt. Und der Gegner hat statt 6-0 auf 5-1 umgestellt. Ja, und dann haben wir das gewechselt, dann ist eine Unterbrechung dazwischen gekommen, ein Freiwurf, dann wurde die Zeit weniger und dann ist die Auszeit weg, dann entscheiden die Jungs, die auf dem Spielfeld sind, das was ist und haben es dann letztendlich nicht auf den Punkt gebracht, um nochmal im Abschluss zu kommen. Aber wir haben auch keinen Fehler gemacht, um noch einen Konter zu bekommen.